Ja, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play. Ja, zu was eigentlich? Ja, ihr habt schon gesehen wahrscheinlich oder ahnt es mittlerweile schon. Herzlich willkommen zum Thunder Simulator Europe Edition. Schön, dass ihr am Start seid. Wir dürfen uns jetzt heute eine Heimat suchen. Wir gucken mal, wir haben eine riesen Karte, die bis Frankreich untergeht. Und wir gerade aber noch nichts auswählen dürfen. Also hier Nizza, Marseille, Papillon, Toulouse, Biarritz, das können wir noch nicht aussuchen. Ich glaube, Grenoble ist das Letzte, was wir auswählen können. Und weiter runter können wir nicht. Nach links können wir auch nicht. Also in Paris zum Beispiel ist auch nicht möglich. Ja, kann ich das überhaupt auswählen? Kann ich nebenbei? Doch, ich könnte. Bei dir sogar. Dann habe ich ja Scheiße erkannt. Ja! Also wie gesagt, welche Heimatstadt wir nehmen, ist eigentlich relativ klar. Wir fangen oben in Sachsen an. Tatsächlich in meinem Heimatörtchen, oder in meiner Heimatstadt. Wir fangen tatsächlich in Leipzig an, würde ich sagen. Weil wir wollen uns natürlich auch dann ein bisschen mal angucken, wie so die Stadt dann aussieht. Und was Sache ist. Und dann schauen wir von dort aus und das unser Netz aufbauen. Wie gesagt, wir haben komplett Europa mit drin, Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien, Deutschland ganz klar natürlich, Tschechien, Österreich. Also wir haben viel, viel vor. Ihr seht es gerade so ein bisschen, wenn wir kleiner werden, wenn wir größer als, Das Ziel war eigentlich, ich war am Überlegen, ob ich Leipzig nehme, tatsächlich, dass wir das Finale auch nehmen werden. Und meine Personal-ID ist tatsächlich genauso wie mein YouTube-Name, nicht so nebenbei. Ihr seht sowieso, ich kann sowieso nicht erwähnen. Freut euch auf Frage, bringt mir nichts übrigens, weil ich diese Meldung ausgestellt habe. Ja, wir könnten wie gesagt nach Zürich gehen, das wäre auch eine Idee. Wir könnten nach Basel gehen. Auch eine Stadt, in der ich schon war, Zürich, da bin ich im August das nächste Mal. Luzern war ich schon, in Bern, zumindest in der Nähe war ich schon. Konstanz war ich meines Wissens noch nicht. Freiburg war ich schon mehrmals. Stuttgart war ich schon zwei, dreimal. Dann bin ich durchgefahren, Heidelberg bin ich durchgefahren. Also das sind so Orte dabei, die kenne ich so ein bisschen. Ja, natürlich. Aber, immer Leipzig als erstes oder immer Zürich. Zürich ist eine schöne Stadt, wirklich eine scheiß teure Stadt, aber eine tolle Stadt. Ich überlege gerade, nehmen wir den Leipzig. Wir gehen nach Sachsen. Und deswegen. So, wir starten. Wir gehen auf die Option. Ich möchte gerne die. Ist hier dabei? Ja. Die sichtbare Wände anzeigen. Ja, super. Ich möchte gerade so ein bisschen mal durchgucken. Verkehrsdichte. Wie soll die Verkehrsdichte hochstellen? Ich habe das irgendwo gelesen, dass so 50 das reichen sollte. Sonst steht sie hier teilweise nicht ewig. So, dann gehen wir mal ein bisschen runterstellen. Deutsch natürlich, ganz klar. Dann gehe ich mal Audio und mach mal die Musik aus. Also Audio. Die nehme ich mal bitte raus, weil das stört mich dann allgemein beim Sprechen. So, also gut. So, Motorradgeräusche. Das können wir alles so lassen, wie es ist. Habe ich die Musik nicht hier ausgemacht gerade? Ich habe wahrscheinlich auf zurückgedrückt. So, geht sofort los. Anwenden. Jo. Gut. Okay, Grafik gucken wir mal. Du, da kenne ich mich allzu wenig aus. Verblinzung brauchen wir nicht einstellen. Gut. Rein ins. Zurück. Jawohl. Und wir starten. Dann machen wir eine Karriere und dann machen wir eine freie Fahrt. Wir werden erstmal tatsächlich eine freie Fahrt machen.
Und danach werden wir uns mal der Karriere widmen. Ich möchte mir gerne bitte einmal die Stadt Leipzig angucken und die Stadt Zürich angucken. Ich möchte mal gucken, ob man Dinge wiedererkennt. Deswegen werden wir erstmal nur so ein bisschen gucken und dann werden wir irgendwann mal ein bisschen machen. Ne? Na dann, let's go. Gehen wir mal in die freie Fahrt. Wir starten natürlich in Leipzig. So, darf ich das überhaupt? Moment. So, alle Städte. Wir gucken uns halt, wie gesagt, erstmal Städte an. Mönchengladbach, das ist cool, dass die auch mit drin ist. Da könnte ich vielleicht mal gucken, ob ich meine alte Heimat treffe. Ich bin ja vor nicht ganz 4 Jahren nach Leipzig gezogen erst. Also nicht nach Leipzig selber, sondern Manuel Charakter. Klassisch, männlich, weiblich, klassisch, männlich. Realistisch. Anpassen. Nummernschild. Leipzig FB oder Fernbus 1. Ist ja mir egal. So. Konfiguration. Ach, wir dürfen sogar noch auswählen. Ach, wie cool. Ach, wie cool. Wir haben noch mehrere Varianten. France, Flixbus Winter, Flashbus FM, normale Klassiker, die Rade, Bachermann Tours, Local. Ich gucke gerade nur ein bisschen durch. Also das wird sowieso das Erste sein. Bevor wir richtig los sagen, es werden ein paar Folgen sein. Also seht es mal wieder nach, gerade, dass wir jetzt gerade so ein bisschen angucken. So. Warte mal. Ach gut, er wird es als okay. Bei Koop. Mein Fernbus Flixbus, Flixbus 2019, Flixbus Sim Release, Customized Colors, ich darf jetzt tatsächlich sogar aussuchen. Netherlands, Italien, okay, das hat man ja schon so ein bisschen geguckt. Dürfen aber unseren eigenen Bus machen. Okay. Wir werden den hier, so, das nehmen wir mit. So. Gut. Ach so. Spiegel, Heckräder. Spiegel, die Ford Mirrors brauchen wir. Klassiko, ja. Okay. Realistisch. So. Datum 1.6. Spiel starten. Starten wir einfach mal. Wir gucken uns ein bisschen an. Die stabile Welt in Deutschland existiert tatsächlich. Ich möchte es doch von dem Schnell zu viel sagen. Ja, es gibt ja die tollen Witze, ja, hier Bielefeld, die Stadt, die es nicht gibt und alles drum und dran. Aber nochmal, ich möchte mir gerade erstmal ein bisschen was angucken. Das war hier überhaupt irgendwie mal. Bevor wir hier was loslegen. Darf ich mir ein bisschen angucken? So, dann schauen wir mal. Hauptbahnhof ZUB. Ich möchte nur gerade gucken, wo wir hier überhaupt sind. Ob ich das wiedererkenne, wo wir sind. Also ich war schon tatsächlich in Leipzig. Und für die Leute, die mich jetzt nicht so wirklich kennen, ich bin tatsächlich vom Beruf zum Busfahrer. Ja, Bussimulator, haha. Da ich bin Busfahrer und ich möchte gerne einfach nur mal wissen, ob wir hier tatsächlich Dinge wiedererkennen in Leipzig. Wie sieht das ganze Ding aus? Wo sind wir hier? Warte mal, ich guck gerade. Da ist tatsächlich nichts dran. Ich möchte nur... Hier sitzen sogar Leute. Immer der Haltestellenname. Man erkennt so gar nichts momentan erstmal. Wo könnte denn das sein? Ja, für die Leute, die. Ja, haha, Leipzig. Aber ich komme jetzt gerade nicht drauf, wo es sein könnte. Also dafür, da kenne ich mich auch tatsächlich zu wenig aus. Baustelle immer gut, das hat man sehr oft in Leipzig. Fahren wir mal erstmal Richtung Hauptbahnhof, würde ich sagen, oder gucken wir uns mal, was mit dem Bus ein bisschen vertraut. Damit wir überhaupt irgendwas machen können. So. So, dann setzen wir uns mal hin. Zielanzeige.
Gut. Okay. Schließen. Ja. Okay, mit Steuerkreuz runter können wir. Ja, mit Viereck können wir machen. Absenken, hochbringen. Lifting vorne, Lifting normal. Lifting hinten, Kaffee, WLAN, WC. Was ist das? Fahrgastmonitore. Ihr könnt mal theoretisch über einen Film gucken, okay? Was ist das hier? Zielanzeige. Ist geradeaus, brauchen wir jetzt erstmal nicht, weil wir hier keine Fahrgäste haben. Hier kann ich Ansage machen, möchte ich aber jetzt gerade nicht, weil ich habe das schon mal gehört. Deswegen eher. So. Navi. Leselicht und Fahrgastraumlicht brauchen wir nicht. Also das sind dann, jetzt weiß ich zumindest, wie es so geht. Okay, gut. Spiegel steht schon scheiße, muss ich sagen. Also der richtige Spiegel steht in meinen Augen schon wieder schon beschissen. Ich bin tatsächlich kein Reisebusfahrer, ich fahre Linienbusse. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir machen. Wie wir das machen. Kann man irgendwas machen. So, ich möchte gerne Dinge machen. So. Türe zu. Kann ich sehen Sie bitte nach, dass ich gerade Dinge ausprobiere. Ah, mit X. Ah, alles klar. Gut. Gut, okay. Mit X gedrückt halten. Drive. Wir nehmen natürlich das Automatik. Normale Licht. Brauchen wir halt. Was ist das hier? Das ist das normale Licht. Parklicht. Gedimmtes Abblendlicht, Nebellicht und Nebelschutzleuchte. Wir nehmen das normale Abblendlicht. Fernlicht brauchen wir nicht. Blinker nehmen wir nicht. Fischebremse ist an. Nehmen wir mal raus. Sonnenblende brauchen wir nicht. Was bist du? Fahrerlicht. Hupe. Retarder. Also Retarder heißt, ist sowas wie quasi für den Bus, gerade bei großen Fahrzeugen, ist es eine Bremshilfe. Also ich glaube, die im Minimum ist natürlich auch drin. Die ziehst du immer leichter, bremst du automatisch. Ist für die Fahrgäste immer ein bisschen angenehmer, als wenn du mit der Fußbremse bremst. So, Tempomat durchaus selbsterklärend. Klimaanlage selbsterklärend und die Temperatur ist natürlich auch selbsterklärend. Ich stelle meistens immer auf 20. Bist du jetzt rückwärts angefangen? Das hört sich so an, als wäre der im Rückwärtsgang, weil die Rückwärtskamera dran ist. Okay. Ja, ist er auch. 3, 5. So. Okay, mit R2 kannst du starten. Ich bin übrigens die PS5-Version, wenn die Leute, die mich fragen. Okay, ich kann mit R1 kann ich den Blinker einschalten. Okay. Das ist also wenig wie beim normalen Bus-Simulator auch. Ich möchte mich jetzt gerade nur ein bisschen orientieren. Wir fahren mal straight zum Hauptbahnhof. Hauptbahnhof war jetzt rechts, glaube ich, lang, ne? Jetzt richtig in der Programm. Ich muss ja voll auf die Bremse treten. Also ich darf jetzt gar nicht von der Bremse. Ich muss jetzt nicht von der Bremse runter. Weil ich muss. Der Kopf, ha? Ich möchte mir erstmal Städte angucken. Ich möchte mir gerne. Ich werde mir so 2, 3 Städte angucken, so das würden so die ersten Folgen werden.
Seht es mir bitte ein bisschen nach, dass ich das jetzt mal mache, bevor wir hier irgendwann mal anfangen können. So, jetzt muss ich gerade gucken, mich orientieren. Ich muss wissen, wo wir sind. Hauptbahnhof, Stadion links und so, jetzt muss ich gerade gucken. Ich hätte gerne den Spiegel. Aber ich hätte gerne den Spiegel. Ja, auf mich selber gerichtet. Ich sehe nämlich nicht. So, wir fahren mal erstmal in Richtung. Ich muss mich jetzt mal komplett rein orientieren. Oh, ein Casino. Okay. Ah, hier sind wir. Hier sind wir. Ja, ich kenne eigentlich gar nicht den Hauptbahnhof. Ich weiß, wo wir sind. Okay. Ich orientiere, ich weiß, wo wir sind. Ja. Gut, okay, verstehe. Ich weiß, wo wir sind. Zumindest weiß ich, was angedeutet ist. Weil das hier ist eigentlich. Eigentlich ist das hier keine. Ich bin gerade dabei, mich zu orientieren. Also es ist nicht zu 100% originalgetreu. Das kann ich euch jetzt schon mal so sagen. Und zwar. Wenn das der Hauptbahnhof sein soll. Seht mir gerade bitte nach, dass ich gerade erstmal mich orientieren darf. Warte mal. Der Hauptbahnhof? Nein. Ist doch nicht am Hauptbahnhof, oder? Okay. Warte mal. Ist nicht am Hauptbahnhof. Warte mal, das ist nicht der Hauptbahnhof. Also es ist nicht zu 100% detailgetreu. Man erkennt zwar Dinge, oder kann Dinge zumindest erahnen, aber es ist nicht zu 100%. Also wenn das wirklich der Hauptbahnhof sein soll, ist es arg sporadisch gehalten. So, mit dem linken kannst du, also mit dem linken Steuer, Gott, mit dem linken Stick kannst du warte mal, ich sortiere mich gerade nur ein bisschen. Also der Bombenbahnhof ist äußerst sporadisch gehalten. Ich probiere mich gerade ein bisschen zu orientieren. Nee. Also wenn ich nicht wüsste, dass das Leipzig hier ist. Oh. Ja. Okay. Also wenn ich wüsste, dass das nicht Leipzig wäre. Ich würde es nicht erkennen. Also wie gesagt, wenn es wirklich der Hauptbahnhof ist, ist das auch sporadisch gehalten und es ist definitiv nicht original. Das kann ich euch jetzt schon mal so sagen.
Also dass ich jetzt gerade ein paar Straßen, ein paar Dings übersehe oder ein paar Verkehrsregeln ignoriere, zählt es mir gerade bitte nach. Also das könnte, ja, das könnte der Hauptbahnhof sein, natürlich, klar. Warte mal. Was ist das hier? Leipzig Zentrum Stadion. Wie original sieht das Stadion aus? Ich kann mal wissen. Also wie gesagt, das ist definitiv nicht der Hauptbahnhof. Ja, doch, man erkennt so ein paar Sachen. Also hier ist, wäre tatsächlich die Haltestelle für die normalen Linienbusse, hier außen. So, also es geht weiter. Ich stelle den Bus jetzt ab. Ich würde mir die bestimmte Stinge jetzt gerade zu Fuß angucken. Ich möchte euch mal Dinge erklären und dazu Dinge zeigen. Das kann ich hier leider am besten machen, weil ich mich ein bisschen auskenne. Deswegen machen wir das gerade kurz so, dass ich euch den Bus gerade mal anschaue. Neutral. So. Ja, der stellt mich jetzt auch raus. Haben wir ihn so rein. So. Gut. Seht mir bitte gerade ein bisschen nach, dass ich, wie gesagt, ich möchte versuchen, Dinge zu erkennen. Wie gesagt, wüsste ich nicht, dass es Leipzig wäre, ich würde es wahrscheinlich fast nicht erkennen. Also. Ja, die Ecke hier gibt es tatsächlich so. Ja, ähnlich. Und zwar, wenn wir... Warte mal, ich muss gerade... Nee, ist es tatsächlich noch ein Tick vorher. Nein, okay, alles gut. Ich verstehe gerade... Ja, ich verstehe gerade, wo wir sind. Das hier ist eigentlich der Taxistand, oder beziehungsweise... Taxistand? Doch, Taxistand. Das ist hier ist eine Ladenkette drin. Also hier sind McDonald's und sowas drin. Genau. Den hin war hier vorne den Haupteingang. Hier gegenüber ist eigentlich eine Fußgängerampel. Das heißt, hier geht es raus. Hier gibt es eine große Fußgängerampel. Hier geht es rüber. Das sieht auch nicht so aus, wie es hier eigentlich aussieht. Na, nur, dass ihr gerade mal ein bisschen Orientierung habt. Und dann gibt es... Nein, hier gibt es keine Baustelle. Ich muss gerade mal gucken, wo wir sind. Was sind wir hier? Ja, wir sind hier, ne? Warte mal. Nee, das sieht auch nicht. Das sieht auch nicht so aus, wie es hier aussieht. Definitiv nicht. Weil ich glaube, eigentlich ist diese Buseinfahrt hier so gerade. Also sprich in drei Stück parallel. Sieht auch nicht so aus, wie es hier aussieht. Und das. Dann fahren wir quasi hier einmal um die Ecke und dann geht es eigentlich mehr oder weniger hier hin, wo wir jetzt gerade stehen. Da stimmt schon soweit. Also die Busse sind, wie gesagt, stehen hier so ein bisschen parallel. Also quasi, es gibt drei Stück, die hier sind. Also hier eigentlich quasi 1, 2, 3. Das ist hier nicht so ganz original. Hier sind eigentlich keine Parkplätze. So, genau, zum Haupteingang. Hier, warte mal. Ich hab's gerade immer so. Nee, ist richtig. So rum ist richtig. So. So gibt's die Busanfahrt. Genau. 1, 2, 3. Genau. Dann fährst du quasi aus der Busanfahrt raus. Und fährst dann hier rüber. Das stimmt schon richtig. Das ist eigentlich der große Haupteingang. Dass dann quasi rüber zu den Gleisen geht. Die sind hier so ein bisschen auf der Seite. Und auch das sieht hier auch nicht so aus. Das geht quasi einmal hier so parallel zu diesem Gebäude geradezu. Und dann fährt man da quasi, wo jetzt die ganzen Pflanzen stehen, draußen raus. Und da ist dann auch quasi eigentlich das Parkhaus für die Flixbusse oder für die Fernbusse. Und dahinter kommt dann irgendwo links auf der Seite das Parkhaus für die Autos. So. Wenn Leute in Leipzig wissen, die aus Leipzig kommen oder in Leipzig schon mal waren, die wissen, was ich meine. Ich erkläre das jetzt so gerade. Wie gesagt, schade, ich hätte es mir ein bisschen detaillierter angeguckt, detaillierter so ein bisschen vorgestellt. Das war eigentlich, ich bin jetzt gerade so ein bisschen enttäuscht, dass man Dinge nicht wiedererkennt.
Genau, dann fahren wir quasi mit den Bussen hier ran. Hier auf der rechten Seite ist dann quasi unser Steig. Das stimmt schon soweit. Die Baustelle gibt es definitiv nicht. Oder es tut mir leid, ob es was älter ist, kann auch sein. Dann ist eigentlich hier hinter ein Eingang. Hier geht es dann quasi rein in den Hauptbahnhof. Da ist eine Sparkasse und ich glaube, die Sparkasse ist da hinten drin. Und jetzt sind wir mal weiß ich. Also wie gesagt, da ist eigentlich ein Eingang. Jetzt stehen wir hier mit den Bussen und dann fahren wir hier einmal raus, hier rüber. So, da. Und dann geht es wieder hier zurück. Da an der Seite vorbei und dann geht es dann. Genau, okay. Nein, also wie gesagt, tut mir leid, also das ist nicht original und hier, das gibt es eigentlich so auch nicht, wie es dargestellt wird. Die Seite ja, hier sind eigentlich auch genau, das sind zwei Spuren und hier halten eigentlich die Straßenbahn und die Regionalbusse aus Leipzig. Okay. Ja, das wäre dann mal so Umgebung Leipzig. So, da. So, jetzt muss ich gerade mich schon ein bisschen orientieren. Wie gesagt, ich werde Dinge ignorieren. So. So, fahren wir mal rüber. Moment, ich gerade. Naja, wie wird der mich ein bisschen erklären? Gut, dann dieser Blitzer, ja, den gibt es so tatsächlich. Der steht hier vor einer Kreuzung. So, dann geht es hier eigentlich ein ganzes Stück geradeaus und irgendwann kommt eine große Linksabbiegerspur. Und dann müsste eigentlich auf der linken Seite, wenn das detailliert ist, ein großes Einkaufszentrum stehen. Und zwar müsste das hier auf der linken Seite stehen. So ein bisschen. So, fahren wir mal zum Stadion. Müsste ja, wenn es dieses Stadion wäre, müsste es ja das RB-Stadion sein, also das ehemalige Zentralstadion. Also jetzt die Red Bull Arena. Die Frage ist, wie detailliert bist du? Wie detailliert bist du? Ich war noch nicht drin. Nein. Ich war schon zwar in Leipzig im Stadion, aber da RB nicht mein Verein ist, bin ich eher woanders unterwegs. Und zwar Bodo Plache Stadion. Bei Lok Leipzig, das ist dann mein Lieblingsverein aus Leipzig. So, guck mal, haben wir die anderen Fixbusse noch? Game over, ja. Okay. Ich hoffe, dass wir richtig sind. Ich habe jetzt nicht kein weiteres Dings gefunden, kein weiteres Schild gefunden. Ich muss jetzt mal gucken, dass wir gleich irgendwo ein Straßenschild haben, dass wir da nochmal so orientieren dürfen. Wie gesagt, ich werde natürlich jetzt ein bisschen Verkehrsregeln ignorieren. Ich werde jetzt einfach erstmal fahren, weil wir uns ja noch heute ein bisschen was angucken wollen. Also wir wollen jetzt, wie gesagt, erstmal ein bisschen die Stadt Leipzig widmen. In der nächsten Folge wird es dann wahrscheinlich nach Zürich gehen. Und eventuell in der danach folgenden Folge fahren wir mal nach Köln. Und eventuell werden wir danach irgendwann mal sagen, wir gucken uns... fangen wir dann mit dem Karrieremodus an. Ein bisschen Platz. So, da oben das Ding da vorne ist der, ist das der MDR Tower in Leipzig? Der sieht ein bisschen ähnlich aus, oder das sieht so ein bisschen aus, oder Uni oder MDR Tower, ich weiß. So 100% weiß ich es auch nicht, aber das Gebäude, so wie es auch da steht, kenne ich. Ich meine, es wäre der MDR Tower, also vom Mitteldeutschen Rundfunk. Ach, wir sind schon hier. Ich wollte euch das Stadion zeigen. Mal. Ich wollte euch das Stadion zeigen, oder nicht? Warum ich auch den Verkehr auf 50 runtergestellt habe, weil ich müssen wir ein bisschen hochstellen, ich weiß es noch nicht. Wow.
Ich bin gerade komplett voll raus aus der Nummer. Aua! Oh. Upsi. Ich habe schon die Wand gesehen, ja. Hallo? Wie gesagt, nochmal, ich werde das Verkehrsregeln ein bisschen gekonnt ignorieren. Also seht es mir gerade ein bisschen nach, dass ich Dinge mir angucken möchte. Zwei sind wir hier. Das stimmt doch alles überhaupt gar nicht. Tools Time. Das ist hier doch nicht das Messe-Einkaufszentrum. Das ist doch nicht das Messe-Einkaufszentrum. Nee, nee, ist es nicht, oder? Aua. Naja, nur so nebenbei gerade. Das ist das Messe-Einkaufszentrum hier? Also sprich der Globus und so? Kann ich hier auch das wegschieben? Okay. Na gut, okay. Also viel wird es wahrscheinlich nicht so sein. Hier wäre der Tankstelle, hier wäre Depot. Kann ich hier hinspringen? Nee, kann ich nicht. Gut. Kann ich hier irgendwo hinspringen überhaupt? Noch in eine andere Stadt? Kann ich hier in eine andere Stadt springen? Rastplatz? So, warte mal. Ja. Okay. Okay. Nee, alles gut. Dann, also Leipzig sieht jetzt nicht so aus, wie ich das gerne gehabt hätte. Wir gehen in die nächste Episode. Morgen wieder sehen wir uns wieder um 18 Uhr. Das ist die Folge, das Projekt wird immer wieder 18 Uhr kommen. Wie gesagt, am Anfang werden wir uns ein bisschen Schritt angucken. Und dann werden wir uns mal irgendwann der ganzen Geschichte genehmigen. Also wie gesagt, hier ist natürlich klar, Karriere machen wir irgendwann noch, aber jetzt machen wir erstmal ein bisschen freie Fahrt. Wir hüpfen in die nächste Episode nach Zürich, wenn ich das darf. Jawohl, darf ich. Und dann werden wir mal schauen, ob man da vielleicht das eine oder andere wieder kennt. Oh, wir hätten sogar Busse wählen können. M1, Lions Intercity, M1, Second Gen Intercity. Blub, blub, blub. Egal. Gut, ja, wie gesagt, in der nächsten Episode gucken wir uns ein bisschen die Stadt Zürich mal an. Bis dahin und auf Wiedersehen beim Fernbus-Simulator Europe Edition. Bis dann.